Zerb, Sieg in letzter Minute, Meisterschaft in letzter Minute oder ja, Minute für sich entschieden. Was geht in Ihnen vor? Eigentlich gar nicht beschreibbar. Also das war wahnsinnig, was jetzt passiert ist. Und dann Meistertrainer! So, Herr Zerb, können wir das Interview wieder aufnehmen? Nochmal, was geht Ihnen vor, nachdem Sie jetzt nass geworden sind und die Meisterschaft in letzter Minute für sich entschieden haben? Momentan ist es noch relativ schwierig, da alles zu begreifen. Es war eine lange Runde, war eine super Runde. Ich denke, wir sind schlussendlich doch verdient aufgestiegen. Wir haben heute viel, viel mehr investiert wie der Gegner. Und auch wenn es kurz vor Schluss erst der Sieg war in der letzten Minute mit 2-1, denke ich mal, die Jungs haben so eine Moral. Und auch was ich euch schon im Interview gesagt habe, im Prinzip, wir haben einen bärenstarker Zusammenhalt, einen brutalen Siegeswille. Und ich denke, das war am Schluss einfach ausschlaggebend. Zum Verlauf des Spiels aus Ihrer Sicht? Boah, hat so viele Situationen gegeben. Ich denke, die eine oder andere Szene mit dem Schiedsrichter, ich weiß nicht, ob es ein Elfmeter war. Für mich im Prinzip war es überhaupt gar keiner. Ja, war ein bisschen ja, schwierig. Im Prinzip sehr, sehr viele Zweikämpfe, wo bestritten wurden. Ich denke, wir haben trotzdem, sage mal, mehr Spielanteile gehabt und haben mehr Chancen rausgespielt, war da, denke ich, trotzdem mit relativ wenig Torchancen im Prinzip, sage mal, das Spiel. Aber ja, am Schluss zählt es, 2-1 gewonnen und fertig. Die gelb-rote Karte war sicherlich auch eine Schlüsselszene des Spiels oder vielleicht, wie sehen Sie das? Ja, mit Sicherheit. Die Nummer 8, der Kwasny, ist ein sehr, sehr guter Spieler für die A-Klasse. Ist immer schwer auszuschalten, aber ich denke, wir haben es gut gemeistert und durch den, dass ein Mittelstürmer noch weggefallen ist, war es vielleicht nicht mehr so druckvoll, habe dann nochmal reagieren müssen mit dem Edin Taunic. Ich denke, war es halt nur mit einer Spitze weiterhin, konnte dadurch keinen Druck ausüben und von daher hat es trotzdem gut gepasst, aber klar war das mit Sicherheit, wo es uns in die Karten gespielt hat. DJK Mühlburg hat gewinnen müssen heute, hat nicht funktioniert, Gott sei Dank. Wir sind die Lachenden und auch verdient aufgestiegen. Die Tore, wie haben Sie die erreichen können? Nach dem 0-1 war es sicherlich nicht einfach. Wir haben generell schon die ganze Woche eigentlich gesagt, wenn wir auf einen Rückstand geraten, wir spielen weiter unser Spiel, wir versuchen unser Spiel so schön durchzudrücken. Eine feine Einzelaktion durch den Florian Schaber, abgezogen, Sonntagsschuss, war drin, hatte riesige Schusstechnik, freut mich für den Kerl. Ja, und dann war es 1-1 gestanden. Ich denke, das 0-1 durch den Foulelfmeter ist auch aus dem Nichts entstanden. Von daher sage mal, ja, am Schluss dann nochmal Standardsituation. Ich habe gesagt, durch Standardsituationen wäre das Spiel entschieden. Foulelfmeter wäre fast im Prinzip in die Hose gegangen. Dann haben wir unseren Eckball kurz vor Schluss und dann das Kopfballtor Dennis Böhm, Tormaschine. Wahnsinn. So gut wie in letzter Minute war, ist ja das Tor gefallen. Ist eigentlich der Wahnsinn. Was ging Ihnen vor in dem Augenblick? Leere eigentlich, aber alles positiv. Ich habe es gar nicht realisieren können. Die Leute sind reingestürmt. Es war wahnsinnig toll irgendwie. Ich glaube, da sind Steine vom Herzen runtergefallen. Es war Wahnsinn. So Momente sind eigentlich unbeschreibbar. Und die kommen auch nicht so oft vor. Jetzt haben Sie nach einer langen Saison die Meisterschaft für sich entschieden. Können Sie rückblickend die Saison zusammenfassen in einem Fazit? 70 Punkte sprechen Bände. Ich denke 22 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen. Verdient Meister geworden, der beste Torjäger in der A-Klasse mit 35 Buden. Eine starke Abwehr, wenn man noch sieht, im Prinzip im Hinspiel gegen Leopoldshafen 0-6 Klatsche bekommen. Da haben wir nicht gewusst, Mensch, was ist da los? Aber vielleicht war das eigentlich so gerade die Initialzündung, dass da hieß, im Prinzip, wir müssen noch mehr zusammenwachsen. Und wenn man noch die 6 Gegentore auch wegrechnet, haben wir auch die beste Abwehr. Also ja, es war verdient. Auch wenn mein Trainerkollege Jehan Sönmetz vom FV Graben im Prinzip gesagt hat, sie waren 17 Spieltage Tabellenführer. Wir waren es an den letzten 3 Spieltagen, da wo es drauf ankommen tut. Und ich finde, wir sind verdient Meister geworden. Vorhin gab es Gesänge, nie mehr Kreisliga 1 oder Kreisklasse A1, so viel ich weiß. Ist das nicht etwas übermütig oder was können Sie für einen Ausblick für die nächste Saison geben?
Es ist sehr, sehr schwer. Wir freuen uns jetzt alle, dass wir aufgestiegen sind in die Kreisliga. Das ist Sensation im Prinzip. Vor der Runde hat keiner mit uns gerechnet, überhaupt nicht. Wir sind vor 2 Jahren gegen Abstieg gespielt, haben im Prinzip eine super letzte Runde schon gespielt mit Platz 7. Haben gesagt, wir wollen uns verbessern und einfach gucken, was dabei rauskommen tut. Wir haben uns festgekrallt, sind verdient jetzt aufgestiegen. Jetzt nehmen wir das alles mit, jetzt lassen wir das alles mal sacken, gucken einfach mal, was passiert. Nächstes Jahr sind die Vorzeichen natürlich wieder, wie ich hierher gekommen bin. Nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Gucken wir mal, was passiert. Natürlich, die Kreisliga ist eine verdammt starke Liga. Sehr, sehr, sehr ausgeglichen. Ja, mal gucken, vielleicht können wir den einen oder anderen ärgern und vielleicht irgendwie den Klassenerhalt hinkriegen. Nie wieder A-Klasse. Man weiß nie, der Fußball ist so schnelllebig. Da kann alles passieren. Dazu habt, dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview. Wünsche Ihnen viel Erfolg und ja, frohes Feiern heute. Vielen, vielen Dank und Gruß an die Crew. Danke.